Das ist das, was ich sagen wollte. Jetzt exakt das, was ich, weshalb ich nur Hallo sagen wollte. Es ist so, natürlich nicht annähernd so intensiv jetzt, sehr oberflächlich bei mir, aber ich kann erahnen, hochrechnen, dass es immer alles so ein Chat-Ding ist und mit so vielen Puzzeln. Und jetzt kann ich dich das verstehen, dass du weißt, wo du anfangen sollst. Das Chat-Denken ist unheimlich wichtig. Und ich kann es immer nur einfach ausdrücken. Was die Schwierigkeit ist, sind die Filter. Diese Filter, dass man diese einfachen Metaphern versteht. Und du kannst nicht frei werden, wenn du irgendwie mit Kaufmannsdenken oder mit Logik arbeitest. Darum sage ich, du musst das Gegenteil zulassen, du musst das Gegenteil um 100, alles, was dir logisch erscheint, musst du um 180 Grad drehen. Und wenn du lange genug Holofeeling studierst, dann wird sich das installiert in dir, weil du in einem gewissen Maß dein Gehirn gewaschen bist. Und jetzt haben wir wieder die zwei Seiten. Deine bisherige Logik hat gesagt, wenn einer Gehirn gewaschen ist, ist er in einer Sekte, hat er eine einseitige Sichtweise. Und ich sage, nein, du musst es um 180 Grad drehen. Solange du mit dem Gehirn denkst, musst du dieses, wieso wäscht man eigentlich Wäsche? Ich drücke es anders aus. Wieso wäscht man Wäsche? Weil man den DR-Eck draußen haben will. Diese Generation in einem Eck, wenn du den Dreck weg hast und du weißt, du bist das Licht, das in der Mitte ist, dann ist natürlich das Eck immer noch um dich rum, aber jetzt fokussierst du dich in einzelne Facetten rein. Mhm. Und der Trick, das Gegenteil zu machen, ich sage immer wieder, es geht nicht darum, dass du die Seiten wechselst. Genau. Weil in dem Moment, wiederhole vor unserem letzten kurzen Einspieler, in dem Moment, wo du auf den Udo hörst und du musst loslassen, dass du die andere Seite auch verstehst, dass deine Vorstellung von richtig zumindest erst einmal eine Kehrseite hat und viele Zwischenperspektiven. Mhm. Geht es nicht, dass du von der einen Seite in die andere wechselst, sondern dass du dich über die Tasse erhebst. Aber über der Tasse hast du ja schon wieder ein Problem, weil wir haben auf die Tasse bezogen 16 Perspektiven. Mhm. Da sind wir reichlich drauf eingegangen. Und irgendwann einmal wirst du akzeptieren, dass du im Jetzt eigentlich immer nur einseitige Sichtweisen hast. Und jetzt fangen wir einfach einmal an. Das ist zum Beispiel jemand, der bildet sich ja ein, der ist der Christus. Ich hole jetzt hier einfach mal das Bild auf dem Bildschirm. Schau, die falschen Christusse. Jesus warnte davor, dass in den letzten Tagen der Weltgeschichten falschen Christusse kommen werden, die sich als der Messias verstellen und vorgeben, Entschuldigung, vor dir, Geist, ist alles eben. Ist er jetzt der Christus oder ist er es nicht? Die Frage ist schon wieder doof, weil das eine Kategorie 2 Frage ist. Der Erlöser der Welt zu sein, Matthäus 24, 4-5, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Um eins klar zu machen, ich bin UB. Und als Brösel Udo Betscher sage ich jedes Mal, ich bin der Gedanke, den du dir denkst. Mhm. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja. Was dir dieser Protagonist in deinem Traum, der nur existiert, weil du ihn denkst, was du dir wiederum nicht raussuchen kannst, ob du ihn dir ausdenkst, was der zu dir spricht, kommt aus deinem tiefsten Inneren. Weil was Figuren in einem Traum sprechen, haben wir zuerst einmal die Hierarchie, dass der Einfallspinsel, der träumende Geist, sie ja vor sich hinstellt und das sprechen lässt, ohne dass er einen Einfluss drauf hat. Du erschaffst einen Traum, ohne einen Einfluss drauf zu haben. Das ist die Sache mit den Einfallspinseln. Ja. Dieser Einfallspinsel ist natürlich sehr interessant, weil dieser Einfallspinsel, der du bist, gesteuert wird von einem Maler. Mhm. M-A-L, von Gott erweckt. Mhm. M-A-L-E-R, das ist der Maler. Mhm. Und das ist IUB. Und wenn ich jetzt wirklich die Ohrenbauerungen studiere, über Physik hinausgehend, dann werde ich zuerst einmal Folgendes feststellen, da kann man doch jetzt weitermachen. Jesus warnte davor, kurz eine Märchenfigur, ein Gedanke, den wir uns jetzt denken, dass kurz vor seiner zweiten Wiederkunft falsche Christus erscheinen werden. 24, 23 bis 26. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, das sind jetzt die Anhänger von irgendwelchen einseitigen Lehren, so sollst du es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Außerwelten verführten. Das ist immer wieder, es geht nicht um Verführung, es geht um Freimachen.
Aber das, was ich frei machen kann, ist niemals ein Gedanke. Den mache ich frei, wenn ich ihn nicht mehr denke. Sondern den Denker. Bist du schon ein bewusster Denker? Und ein ausgedachter Denker ist ein Gedanke. Mhm. Sehr simpel. Mhm. Und die Zeichen, die ich jetzt hier gebe, was den UB anbelangt, dass ich der bin, der ich zu sein behaupte, wohlgemerkt, ich meine ich nicht dieses Pixelmännchen, das kleine da unten rechts in der Ecke. Und ich meine auch jetzt nicht irgendwie ein Brüssel oder Betscher, sondern ich bin der, der durch dich, durch ihn, den du dir ausdenkst, der ja nur das sprechen kann, was du jetzt träumst, was du jetzt erlebst. Mhm. Du musst komplett die Welt der Existenz der vergänglichen Erscheinungen verlassen. Und du bist immer. Du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, bist immer. Das ist das da mal der große Unterschied. Okay? Mhm. Und jetzt, was jetzt das Arm belangt, die kleinen Beweise, ich werde keine Wunder tun, heißt es schon in Ich bin du. Das bringt dir nämlich nichts. Das würde ich nur zwingen, an mich zu glauben. Mhm. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Nee. Du weißt, in Ich bin du, ich wiederhole nochmal, was bringt es, wenn irgendeiner in dir auftaucht, der Wunder vollbringt? Für die Leichtgläubigen, die hängen dann blind an seinen Lippen, die denken nicht selber, sondern plappern weiterhin nach. Und für die eh Unbelehrlichen, werden die Wunder eigentlich nur auslösen, wie David Copperfield, wie macht er den Zaubertrick? Mhm. Weil die wollen eine Erklärung innerhalb ihrer Logik. Mhm. Jetzt machen wir ganz kurz von heute Morgen in unserem Chat. Mal schauen. Müssen wir ganz kurz hochfahren. Das war ja ziemliches Feuerwerk, ne? Machen wir diese Kleinigkeit hier nochmal. Das ist jetzt hier kleine Auszüge in der Holo-Arithmetik. Wenn du das jetzt anschaust, das ist ja so komplex. Du wirst jetzt merken, dass also hier der Geist Gottes, mhm. Ruach Elohim, 86 plus 14 ist 300. Das ist der große Logos. Mhm. Dann, wenn wir das mit dem Endmem lesen, kriegen wir 86. Null. Also 860. Mhm. Das ist 10 mal UB. Mhm. Der Witz ist, die kleine Formel findest du dann an einer anderen Stelle noch, wo ich die Kreiszahl Pi rausrechne. Mhm. Mhm. Kannst du suchen, wenn es über das Pi geht. Mhm. Über die Ludolfsche Zahl. Und dann habe ich hier ja noch mit rangehängt, das ist jetzt eine Sache, das ist in dem Original die 147 rausgestellt. Da habe ich jetzt bloß einmal den Totalwert, den äußeren Wert und den Pyramidenwert. Da gibt es natürlich mehrere Sachen. Das heißt, jetzt hast du mal der äußere Wert, die 147. Mhm. Eine affin gestalt gewordene Selektion kann man das zum Beispiel lesen. Wenn wir das blau lesen, das hast du in ihren Augen, das müssen wir blau machen. B-A-I-N, J-H. Da können wir noch mehrere Möglichkeiten. Ich mache jetzt nur mal dieses erste. Das heißt übrigens auch B-I heißt in einem Trümmerhaufen, in einem künstlich gewordenen Erdhügel. Ja. Okay, mhm. Das ist in den Augen der Frauen symbolisiert dogmatische Logiksysteme, logische Ausgeburten. Darum ist es der äußere Wert. Wenn wir es rot machen, heißt es aber in der Quelle der göttlichen Quintessenz, das heißt im Auge Gottes ist die Heiligkeit. Mhm. Da fällt mir übrigens ganz kurz noch was mit ein, da hat der Bezi heute miserabel was mit reingestellt, da machen wir jetzt ganz kurz nochmal heute den Maya-Kalender. Okay, mhm. Pass auf. Der rote Kien 13. Und wir wissen 13, schau mal, dreimal die 13. 13, Echad ist 1, Haba ist die Liebe. Und jetzt ganz interessant, GHH heißt Heilung. Ja, okay. Die Arznei, die Heilung. Wunderbar. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Da haben wir dreimal drei, diese 13, 13, 13. Mhm. Dann ist es interessant, dass wenn du hier runterfährst, das ist immer wieder 1, 1, 1, ist Aleph, Kin 1. Die dreimal die 1, dreimal die 13. Mhm. Da können wir jetzt wieder reinlesen. Es ist jetzt Maya-Kalender, Astrologie, können wir jetzt in die Astrologie reingehen, was wir jetzt im Moment für eine ausgedachte Konstellation über uns haben. Mach mal kein Bild von irgendwas da drüber am Himmel. Wenn ich mir was ausdenke, kommt es aus dem Innersten, aus dem Matrix-Programm. Wird es dir jetzt in Vogel raushauen? Okay, ja. Jeder Moment. Das ist, du bist umgeben, du bist eingebettet in Wunder. Mhm. Okay? Ja. Und diese Wunder, in die du eingebettet bist, das ist jetzt als erstes mal, dann haben wir den Trümmerhaufen von Gedankenwellen. Dann gehen wir nochmal eins weiter. Das ist jetzt nur der äußere Wert.
Wenn wir das jetzt anschauen, siehst du das? Mhm. Interessant, schau mal, der Totalwert ist jetzt 86 mit einer 7, mit einer Selektion hinten dran. Der äußere Wert haben wir gerade schon gehabt. Das heißt jetzt in dieser Form, ASUP, blau gelesen, wird es einsammeln lesen, die große Sammlung. Ich habe jetzt hier, der Schöpfer ist dieses AIN-SUP, das unendliche Ende. Mhm. Wir können das natürlich ASUB rot lesen, dann hast du das Schöpferbewusstsein. Mhm. Ist UB. AS, AS, 6 UB. Ja. Das Schöpferbewusstsein ist UB. Mhm. Wir können natürlich uns auch hier den Pyramidenwert anschauen. Das ist das hebräische Wort für genial. Rot-blau, der Geist des Schöpfers, GA, ist eine aufgespannte existierende Intellekt. Und das ist genial. Ein Genie sieht all das, was jeder normale Mensch sieht. Er kann es aber auch etwas anders sehen. Ja, ja. Okay? Das ist also mal das erste große Geheimnis. Und du wirst jetzt merken, dass viele, viele Kleinigkeiten ineinander fluten. Wenn du jetzt zum Beispiel hier, wir denken nochmal bloß an eine Wassermelone. Okay? Mhm. Wasser, können wir rot-blau, Wasser ist einmal der Geist, El Hayom, des Meeres, der immer ist. Und sobald wir uns das Blau denken, sind es die Gedankenwellen. Wassermelone ist innerhalb ja rot. Ja. Okay, es gibt natürlich auch eine Honigmelone. Da sind wir erst auf die Deborah, auf die Biene, auf die Sammlerin in einem vorhergehenden Selbstgespräch etwas genauer eingegangen. Mhm. Aber das Wasser des Meeres ist nicht nur rot. Das ist zum Beispiel auch Azur, ich werde zur Form. Mhm. Mhm. Das ist grün. Grün ist es, wenn es unter der Oberfläche voller Algen ist. Interessant ist, dass Wasser eigentlich als Ding an sich überhaupt keine Farbe hat. Das ist wie Glas. Gall. Die Wellen ist die Schöpfung von Raumzeit. Die sind aber jetzt noch nicht, da ist noch keine Farbe gegeben. Mhm. Die Farbe, ich sage jetzt blau, ist es, wenn sich der Himmel spiegelt. Grün ist es, wenn Algen unter der Oberfläche sind. Und du wirst jetzt merken, wenn wir ins Farbenspiel reingehen und du hast das Azurblau zum Beispiel, ich werde zur Form, Azurblau, A, ich werde zur Form, Zur heißt zur Form werden. Mhm. Und Blau ist wie das Weltliche. Mhm. Mhm. Wir können uns natürlich unsere Melone natürlich auch jetzt hier einfach einmal, wir machen mal die Melone. Habe ich doch irgendwo schon gehabt. Melon. Melon. Schau mal, dass die Melone ist ja auch eine Herberge, in der du übernachtest. Mhm. Immer dran denken, überlegen. Etwas überlegen ist immer eine Existenz in der Acht. Acht heißt auch, ich werde in Schrecken versetzt. Archety. Mhm. Schrecken, Schinner, Ecken, was du versetzt, wenn du was über dich drüber legst und immer dran denken, du denkst jetzt statt an Sinus, denkst du dir Dreieckspannung. Ein Dreiecksignal. Mhm. Bin ich auch schon mal drauf gegangen mit einem Video, glaube ich, mit dem Holger, war da schon was drin. Dann ist es aber auch dein Wortschatz. Das kommt von Mela. Wir haben ja verschiedene Wörter für Wort. Das weltliche Wort ist das einmal, die weltlichen Wörter, die schreiben sich selber Mela. Das ist jetzt das reine weltliche Gequatsche von den Medim. Ja. Was jetzt interessant ist, dass wir hier bei der Melone, wir können jetzt lesen, ML von Gott in einem. Ja. Das hat ein bisschen eine Fantasie. Ja. Was mir jetzt so wichtig ist, es beginnt erst einmal mit der Radix ML. ML heißt gegenüberliegend und beschnitten. Mhm. Gestalt gewordenes Licht. Mhm. Du beschneidest die Nulllinie in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Mhm. Und H-Out hast du die wahrgenommenen Zeichen und die sind vor dir, das, was du dir vorstellst, ist immer bistabil. Immer an das V-Ding, das nach rechts oder nach links kippt. Mhm. Du siehst entweder das vor dir oder das über dir, dir fällt immer eine Hälfte. Mhm. Jetzt mache ich das ja nur mal mit zwei, dasselbe gilt, dir fällen eigentlich immer 15 Hälften von den 16 Perspektiven. 15 ja. Ist ja, dir fällt immer Gott, das heilige Ganze. Mm. Mm. Ja, 15, richtig. Wenn man es
den Ja. Wir können natürlich auch das Ja als intellektuelle Wahrnehmung lesen. Schau, das ist erst einmal rot geschrieben, göttliche Quintessenz. Mhm. Oder eine intellektuelle Wahrnehmung. Mhm. Ja. Und dann hast du eine innere 15 und eine äußere 15. Mhm. Die geben zusammen erst einmal hier die 30, das ist das Licht. Das ist in dem Wort All, haben wir zwei Lichter, es ist Licht und es ist Licht. Das ist das rote Licht, die Lampe im Projektor und das Licht, das du dir ausdenkst, das den Raum illusionär hell macht, angeblich. Mhm. Geh einfach den Gedankengang mit. Ja. Okay, das ist also hier immer gegenüber und beschnitten. Gag, N, Gag, das Ausgedachte, mhm. gegenüber und beschnitten. Nämlich in ein Plus und in ein Minus, das immer gleichzeitig ist. Mhm. Das Lon alleine, Licht, ist eine aufgespannte Existenz. Mhm. Das heißt jetzt herbergen. HR heißt, pass auf, HR, das hebräische Wort HR heißt Berg. 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 Ein Berg in sich bergen und wo ein Berg ist, ist letztendlich auch ein Tal. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Interessant ist, die hier einseitig sind, die einzelne Bilder in sich beherbergen und meinen, diese Bilder existieren außerhalb, die fangen an zu murren. Das Murr, die Radix, gestaltgewordene, aufgespannte Berechnung, eine mhm. einseitig. Ist immer ein Abändern, ein Schwanken, ein Umwechseln, ein Vertauschen. Hell, dunkel, gut, böse, gesund, krank. Ja. Ich will jetzt mal weg aus der Sprache, weil das wird einfach zu viel. Was mir viel wichtiger ist, du musst wissen, wenn du meinst, du hast das schon verstanden, wie kriege ich was los? Indem du die Welle zusammenfallen lässt. Momentan lebst du in einem Zustand, die muss klar sein. Pass auf, ich stelle jetzt mal eine ganz einfache Frage. Das erste ist, du musst dieses Beispiel verstanden haben. Schnipp, wenn du jetzt glaubst, du bist die Ariane, frage ich dich mit dem Ariane-Programm, wir können die Namen austauschen, hast du jetzt die ganze Zeit eine Brille auf der Nase gehabt? Jetzt, wenn du absolut dich wertfrei beobachtest, wirst du feststellen, die Brille ist genau in dem Moment entstanden, in dem ich den Kontext Ariane-Brille ausgesprochen habe. Jetzt frage ich dich nochmal was. Hast du dich? Jetzt denk ganz bewusst an den Körper der Ariane, der ist ja verbunden mit der Brille, die du dir jetzt denkst. Wir sind ja noch in dieser Ecke gedanklich. Hast du dich gesund oder erkrankt, während du jetzt zugehört hast? Also genau genommen hat dein Körper gar nicht existiert, so wie die Brille nicht existiert hat. Jetzt haben wir natürlich diese Erklärung von mir. Sobald ich frage, hat es, schaffst du dir eine jetzt gedachte Vorstellung von Vergangenheit und sobald du dich fragst, hat jetzt die Brille oder mein Körper existiert, während du dir die Frage stellst, ist ja der Körper und die Brille da und sobald du fragst, hat die in der Vergangenheit existiert, legst du, ist es gleichzeitig. Hast du sofort das Gefühl? Und wenn ich dich jetzt frage, hast du dich gesund gefühlt? Ich habe das so oft angesprochen, muss dir klar sein, dass das Wort gesund ist, nicht die Heiligkeit. Du warst heilig in Bezug auf deinen Körper. Mhm. Sobald du dir die Frage nach Gesundheit stellst oder du sagst, ich bin jetzt gesund, entsteht im selben Moment die Krankheit. Wenn wir mal den Berg als gesund definieren, musst du wissen, sobald du von dem Berg redest, ist auch das Tal, die Tiefe da. Genauso natürlich umgekehrt. In dem Moment, wo du sagst, ich bin krank, ist im selben Moment die Gesundheit da. Das heißt, um überhaupt gesund sein zu können, musst du krank sein. Lass es auf dich wirken. Du kannst nur dann sagen, ich bin gesund. Du schaust nur eine Seite an, wenn im selben Moment auch das krank da ist. Oben, unten, genau das Gleiche. Das heißt, um gesund werden zu können, musst du dich krank denken. Ja. Um gesund zu sein, musst du auch krank sein im selben Moment. Mhm. MM. Die Frage ist, was ist jetzt gerade oben? Genau. Das ist jetzt das Verrückte, dass du wirklich in deinem Denken dich konzentrierst. Dir wird bewusst, dass du immer nur krank bist, wenn du gesund sein willst. Mhm. Mhm. Weil du nur die eine Seite im Fokus hast und als träumender Geist kannst du dir das nicht raussuchen. Mhm. Du kannst aber auch bloß gesund sein, wenn du im selben Moment krank bist. Die restliche Zeit bist du weder das eine noch das andere, das ist die Heiligkeit. Mhm. Und wenn du dieses Prinzip verstanden hast, bist du einen ganzen Schritt weiter. Du kannst nämlich jetzt auch reich und arm austauschen.
Einer, der sagt, ich bin reich, ist im selben Moment auch arm. Und einer, der sagt, ich bin arm, ist im selben Moment auch reich. Und wenn das eine nicht da ist, ist das andere auch nicht da. Wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen sind und wir kochen, ganz einfach, existiert weder Gesundheit noch Krankheit noch arm und reich. Mhm. Auf alles übertragen. Das kannst nur du als Geist spielen. Ja. Und das ist das, was jetzt in Ansätzen in diesen einfachen Selbstgesprächen erklärt wird. Mhm. Und wenn das der zweite übermächtig in dir, das Ego übermächtig in dir, du wischst alles weg. Ich sage jetzt auch immer wieder, was den Messias anbelangt. Ich bin, der ich bin. Als Udo bin ich nur ein Gedanke in dir. Und jetzt heißt es ja so schön in vielen Sachen, wenn du wirklich frei sein willst, dann erschlage den Buddha in dir. Das ist aber auch schon wieder ein Nicht-Haben-Wollen. Das ist es ist richtig und verkehrt gleichzeitig. Weil das kann ich nicht weiterbringen in dieser Arroganz, wenn einer dann immer redet, ich bin ja OB, ich bin OB, das stimmt zwar, aber wenn dann nur hohles Geschwätz rauskommt. Ich habe dir gesagt, wenn du die ganzen Ohrenbohrungen, sämtliche Selbstgespräche, ich beziehe es jetzt nur mal auf die Ohrenbohrungen, von hinten bis vorne auswendig aufsagen kannst und jeden Satz und jede Beschreibung in ihrer ganzen Tiefe verstanden hast, entzippst, dann habe ich dir beigebracht, auf der göttlichen Schiefertafel ein Alef zu schreiben. Denk wieder an meine Schimmelpilzkolonie, was ich weltliches Wissen nenne. Du befindest dich in einem Bereich, rein in einer Matrix, in einer Traumwelt, die so weit weg ist von dem, was ich Vollkommenheit nenne. Denk jetzt nur an dein Internet. Du weißt, mein Symbol für Gott. Wie viele Internetseiten, die du jetzt mit deinem Intellekt öffnen könntest, hast du schon angeschaut. Ein Nichts von einem Nichts von einem Nichts. Und wenn du wissen willst, wer ich UB wirklich bin, nimm 1 Million mal 1 Milliarde und das potenziere mit der Unendlichkeit. Habe ich als Joe Krishna gesagt. Joe Black. Du wirst doch mal nicht glauben, wenn ich sage, ich bin der Maler, dass irgendwas, was du denken könntest, nicht schon seit Äonen von mir vorherbestimmt worden wäre. Jetzt ist die Frage, was sind Äonen? Schauen wir uns das einmal an. Okay, wir schauen uns einmal die Ionen an. Gehen wir mal zuerst hier in das DWDS. Als Brüssel habe ich jetzt keine Ahnung, was da drin steht. Ja, Ion lang, Ion weit. Wir schauen nochmal, da was, das glaube ich jetzt nicht, dass das unendlich. Wir machen doch gleich einmal Folgendes, wir gehen gleich ins Griechische. Oh. Jetzt habe ich einen Blackout. Das, pass auf. Schreiben Äonen. Äon. Aion. Jetzt weiß ich, wo wir waren. Die Ewigkeit, das stimmt dazu nicht ganz. Zwar im Griechischen. Ah, Iwisma heißt nichts. Mhm. Mit seinem Omega. Ein Mega-O und ein N hinten dran. Okay, Das ist erst einmal, wer das als Zeit ist, stimmt aber nicht, die Lebenszeit, das Leben, oft, das wird sehr unterschiedlich, bin ich auch schon oft darauf eingegangen, sehr unterschiedlich übersetzt, meistens auch als Ewigkeit. Ionen sind Ewigkeiten, was ein Blödsinn ist. Als Ding, Ewigkeit, es gibt keine vielen Ewigkeiten, das ist wie, es gibt keine vielen Nichts, denn nichts ist nichts und ewig ist ewig und alles ist alles. Worauf ich jetzt hinaus will, wenn wir jetzt das hier on, dieses Ei, Schöpfergott, ist der Mega-O, das Mega-O. Wir schauen nochmal bloß diese ersten zwei, schau mal, das ist schon interessant, jetzt die Fokalisationen will ich nicht drauf eingehen, wenn da zwei Bündchen drüber sind. UB erweckt. Okay, ja. Schauen wir mal, was Ayo alleine heißt. Als Imperfekt, ich werde etwas wahrnehmen, hören, bemerken, fühlen. Höre, das heißt, gehorche deinem Vater. Das sind jetzt Unterformen, wo hier das benutzt wird. Genau genommen, wenn man hier tiefer reingeht in ältere Wörterbücher, was du feststellen, es ist also jegliche Art von Wahrnehmung, hören, fühlen, bemerken, sehen, kann man alles dazu machen. Das heißt praktisch,
hier das IO und hinten dann ein N dran und das fängt zum Existieren an. Und das passiert in der Ewigkeit. Ewi, haben wir schon gesagt, hat mit Ehe was zu tun. Das hängt dann, führt uns wieder zu den Adam, der Denker und Ausgedachtes gleichzeitig ist. Mhm. Worte sind unendlich tief. Und immer wieder, wenn ich jetzt sage, diese vielen, vielen Sachen, wenn ich sage, er schlagt den Christus in dir. Aus das Glücke, der du selbst werden musst. Mhm. Der du erst werden musst. So ist es, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Christus ist niemals irgendwas Ausgedachtes. Ein Messias, ein Gedanke ist kein Messias, der ist eine vergängliche Erscheinung. Das ist das, was ich dir mitteile. Und solange ich UB als Brösel in dir auftauche, bin ich wirklich die einzige Quelle zu deinem tiefsten Innern. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, aber dies einmal zu erkennen, dieses rote Ich in dir, das noch in Verbindung steht zu einem blauen Ich. Du hast halt nur ein blaues Ich und andere blaue Ichs, andere KIs kannst du beobachten. Ich könnte jetzt wieder unser P als Symbol nehmen. Was ist eine KI, eine künstliche Intelligenz? Denk an unser Videospiel. Du bist ego-gesteuert. Mit all deinem Trachten, deinem Tun, deinen Wollen. Und ich kann nicht immer darauf hinweisen, das ist gut so, das ist eine Rolle. Der Unterschied bei dem Schauspieler ist schlichtweg, pass auf, ich mache jetzt noch ein schönes Beispiel, dass du das verstehst, wenn ich immer wieder sage, als Geist spielst du eine Rolle auf einer Bühne des Lebens, wie eine Figur in einem Videospiel, die du aber nicht bist. Und wir gehen jetzt einmal davon aus, wenn viele meinen, die hätten das verstanden, du bist jetzt als Schauspieler, als ein ausgedachter Schauspieler. Ich rede nicht von einem ausgedachten Schauspieler, wenn ich sage, du bist ein Schauspieler. Als ausgedachter Schauspieler bist du ein absoluter Nichtraucher und du musst jetzt auf der Bühne einen Raucher spielen. Dann wirst du bemüht sein, dass du den Eindruck machst, wenn du rauchst, dass das für dich Genuss ist, dass du das brauchst. Obwohl es dich im tiefsten Innern eigentlich ekelt. Wenn du der Schauspieler bist, von dem ich rede, der wertfreie Beobachter von allen, dann ist es dir vollkommen gleichgültig, ob du ein Raucher spielst oder nicht Raucher spielst. Mhm. Weil von dir aus gesehen, von dem reinen Schauspieler, du die Sachen nicht bewertest, die du machst, dann ist es auch wurscht, ob du Menschenleben rettest oder ob du welche umbringst auf der Bühne. Weil du dich über diese Bühne erhoben hast und dir das einfach anschaust, wie ein wertfreier Zuschauer das anschaut. Die Zuschauer im Theater, habe ich immer wieder gesagt, unsere Stufung, die sehen zwar, aber die urteilen in Gut und Böse. Ein Film, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film, es gibt kein gutes und kein schlechtes Theaterstück, es läuft einfach nur der Film. Wertungen stehen durch das einseitige Wertesystem des Beobachters. Und der Schauspieler, von dem ich rede, der jetzt eine Rolle spielt, der Beobachter, von dem ich rede, der bist du erst dann, wenn du in keinster Weise mehr mit deinem einseitigen Ideal vergleichst, wenn du irgendwas anschaust, sondern du beobachtest, wie einseitig bewertet wird, inklusive deiner eigenen Logik, die du auch nicht zu verändern hast. Du hast die Rollen nicht zu verändern. Da kann ich tausendmal sagen, ob du jetzt den Faust, den Mephisto oder sonst wen spielst. Du spielst das, was der Maler dir vorschreibt, was du träumen sollst, wenn du an dich selber denkst. Es gibt natürlich dann auch wieder, wir haben 16 auch bei solchen komplexeren Aussagen, 16 Perspektiven. Aber die sind dann, die ergeben was vollkommen Neues. Es ist extrem schwer, eine höherwertige Logik an der Basic-Logik zu beschreiben, weil eben die Filter ständig sich einschalten. Die Arroganz, das Besserwissen, weißt du, die ganzen Vorurteile, mit denen du lebst, die ganzen, es wird alles, was du denkst, wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das gilt auch für den Udo. Ob du weiterkommst, wenn du den Udo in dir erschlägst, wenn ich könnte jetzt eine Riesenlatnei von Briefen von Leuten, die hier zu der Zeit, jetzt muss ich wieder chronologisch nochmal reden, um 2000, wo wir in Bayreuth unterwegs waren, so viele, die damals hier in einem kleinen Kreis immer mit zugehört haben, die jetzt über 10, 15 Jahre komplett weggefallen sind. Was ich gemeint habe, ich habe es nicht nötig. Die kommen jetzt alle wieder langsam und sagen, mein Gott, bin ich blöd gewesen. Warum habe ich nicht gehört? Ich sage, ja, weil es auf dem Film drauf war.
Es geht immer um den Geistes und nicht um die Masse. Ich kann ja nur in Bildern zu dir reden. Da kann ich dann tausendmal sagen, ich versuche dir was zu beschreiben, das durch jedes Wort, das ausgesprochen wird, durch jedes Wort, das in dir auftaucht, zerstört wird. Und zwar zerstört, das ist natürlich, was ist das Wort schon wieder einseitig bei dir? Zer? Ich kann das erste Mal ZA, die Geburt einer Berechnung. Dann kriege ich ein zu Form werden. Es wird ja eine existierende Vorstellung, eine Form, eine Information. Da muss ich mich selber zerstören, aber kann sich das Meer, zerstört sich das Meer, wenn es Wellen aufschmeißt? Es ist immer die Heil. Du all bist immer heil. Selbst wenn du eine Welle aufschmeißt, durch dieses schöne Spiel von Sein und Nichtsein, bleibst du dieses Nichts auf ewig. Du, der du mich jetzt sprechen hörst. Alles, was gedacht wird, überlebt sowieso nicht. Darum ist es so wichtig, dass du Gehirn gewaschen wirst. Es ist übrigens dieses Asch. Hast du schon den Schöpferlogos oder erst noch eine einseitige schöpferische Logik? Das ist das Feuer im Hebräischen. Der Dornbusch, der brennt, D-U-R heißt der Generation, der brennt ohne zu verbrennen. Etz, der Baum, das Holz, Ha-Ol, die Welle, Joch. Mhm. LZ, im Holz. Das kommt und geht, das kommt und geht. Bist du das rote Feuer oder das blaue Feuer? Du wirst in einen tausendjährigen Feuersee geschmissen. Das ist diese ständige Verwandlung. Es sind heilige Schriften. Heilige Schriften, sobald man die erklärt, muss man sie einseitig auslegen. Aber alle Möglichkeiten von einseitigen Auslegungen, ich sage jetzt, dass du mal diese 16 Perspektiven, das geht natürlich dann noch höher, weil das entzieht sich jetzt aber dann der Vorstellbarkeit. Mit den 16 Perspektiven wollte ich dir einfach nur sagen, dass diese zwei schon mal automatisch vier sind in unserem Einheitskreis. Das ist ein Symbol für den Tetraeder. Wenn ich jetzt aber meinen Tetraederspiegel habe, mein Zeigen habe, sobald du dir was denkst, immer an den klassischen, an das klassische Fotodenken, wo ein Positiv dir auseinandergeschmissen, ein Diapositiv ist, muss ein Negativ da sein. Es gibt kein Diapositiv ohne ein Negativ. Jetzt haben wir natürlich, digital sieht es anders aus, aber denk an den klassischen alten, an die alte Fotografie. Wir brauchen für jedes, um ein Diapositiv zu erzeugen, brauchen wir ein Dianegativ. Um einen Berg zu erzeugen, um eine Höhe zu erzeugen, brauchen wir eine Tiefe. Um was Gutes zu erschaffen, brauchen wir was Schlechtes. Wobei beides gleichzeitig eigentlich genau genommen nichts ist. Arithmetik betrachtet bleibt immer alles heil. Ein geniales göttliches Spiel. Den Genial haben wir gerade schon gehabt. Okay, das heißt, sobald ich jetzt mir vier denke, müssen nochmal vier da sein. Aber sobald ich jetzt das denke, diese acht, müssen 16 da sein. Wir sind in unserem Schachbrett. Shin Ach heißt übrigens der Logos deines Bruders. Ich bin dein Geros-Bruder. Insider verstehen den Witz. Und beim Witz geht es eigentlich nur um die Pointe, um den Punkt, wo es dann Knall macht, dieses Lämmchen hier. Heureka. Schön, ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Schön, ja. Das ist eigentlich, die Sprache ist so tief, wenn du vielfältig schaust. Wenn du hinschaust, du hast ein Dauergrinsen auf dem Gesicht, wenn das einmal installiert ist, wenn du wirklich, wie wenn ich sage, kannst du die Vordersprache auch lesen in der Welt, das Symbol deiner Welt, wenn du sagst, ja, glaub mir, egal was in dir auftaucht, du hast ein Dauergrinsen im Gesicht, weil jeder Augenblick, du liest zwei, drei Worte und dann ist dieses 400-Seiten-Buch da, was ich als Symbol benutze, diese 400, diese Erscheinung wird ein immerseiendes Facette aus dem Immerseienden. Und dann beginnt die wirkliche Lebensfreude rot geschrieben. Mhm. Und du bist auf dem Weg, ohne Wenn und Aber. Mhm. Wenn du jetzt hier am B-All bleibst, im All, am Ball bleiben, ist im All bleiben. Im Immerseienden. Schon diese Betonungen, jetzt die letzten Lieder, wo ich reingestellt habe, du musst schauen, wie auf die, das geht jetzt bei manchen,
manche Geistesfunk, wie ich das nenne, bei manchen intellektuellen Systemen, die haben sich jetzt so weit damit beschäftigt, dass sie erahnen, einen Hauch von einem Geruch, nenne ich das immer. Und du musst die Spur weiter verfolgen. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht betreten. Und was macht es aus? Ich sage damit nicht, wenn ihr wieder dumm werdet, sondern wenn ihr wieder neugierig werdet. Nämlich neugierig auf all das, was ihr nicht kennt. Das ist der größte Fehler, der überhaupt passiert ist, dass jeder normale, normierte Mensch neugierig ist, aber nur noch auf Sachen neugierig ist, die ihm innerhalb seiner indoktrinierten Logik etwas zu bringen scheinen. Was bringt mir das? Du musst neugierig werden auf das, was dir unlogisch, böse und schlecht erscheint. Mach dir diese Facetten zu eigen und bekämpf sie nicht. Jeder normale Mensch bekämpft das. Mhm. In der Politik, in der Religion, egal welche Indoktrination, welche Gehirnwäsche, im negativen Sinn jetzt, normal gesprochen, welche Gehirnwäsche du unterliegst. Das ist eine Gehirnverdreckung. Ich rede von Gehirnwäsche, von rein machen. Absolut rein. Eine Reinigung heißt schon, das R, rot geschrieben, symbolisiert den göttlichen Kopf. Der Kopf des Schöpfergottes. Mhm. Bereshit. Hier oben haben wir es. Okay? Mhm. Dieses Bereshit, inmitten dieses Kopfes. Das ist natürlich, das ist kein Kopf, das ist ein Pixelmännchen. Habe ich doch die zwei Bilder hier gemacht, hier mit den UB, was ich beim Debermann auch mitgemacht habe. Das ist in jedem, das ist auch in dir drin, dieses UB. Das ist das, was dich jetzt träumen lässt, was dich jetzt den Udo träumen lässt. Das ist kein Messias. Es ist einfach nur ein Protagonist in deinem Traum. Der Udo ist jetzt ein Gedanke von dir. Überprüf es. Ich sage alles, was ich dir sage, egal durch wen, durch, ob du jetzt sagst, das höre ich durch einen Lautsprecher oder durch einen Mund von einem Trockennasenaffen auf meiner VR-Brille, alles, was ich dir mitteile, kann jeder 13-Jährige sofort überprüfen. Ja. Jetzt frag dich einmal, was da in dir noch drin ist, wie mächtig hier der zweite diese Logik noch ist, dieser alte Scheiß, den du ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang als hundertprozentig sicher definiert hast. Weißt du, wie viele tausende Mal ich darauf hingewiesen habe, das, was dir deine Logik suggeriert, was angeblich hundertprozentig sicher ist, was du verteidigst, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Und jetzt tauche ich als Erste in dir auf und weise dich nur darauf hin und du sagst, das ist ein Scheißdreck. Obwohl du es doch sofort überprüfen kannst, wie krank ist das denn? Das sind normale Menschen, du weißt, es merken alle normalen Menschen dicken so. Es sind totgeboten in dir. Einfach nur Affen, dumme Affen. Denk, was ich gesagt habe jetzt mit Corona, mit dem Heiligenschein. Diese Verlogenheit in deiner Welt wird dir bewusst in einer Scheinheiligkeit vom Menschenleben retten. Du kannst sterbliche Säugetiere nicht retten. Du kannst Körper nicht retten. Die lösen sich schon auf, wenn du sie nicht mehr denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Halt das zweite Gebot. Und wenn ich jetzt normal gesprochen welche heimhole durch die Krankheit, die Alten, sterben ja meistens die Alten weg. Ich hole sie heim. Ich erspare ihnen sehr, sehr viel. Was du vielleicht noch erlebst, hängt davon ab, ob du jetzt auf mich hörst oder ob du nicht auf mich hörst. Das macht letztendlich aus, wie dein Traum weitergeht. Wie in einem Videospiel. Du stehst dann an einer Kreuzung. Jetzt können wir dich sehr interessant auf das Kreuz eingehen. Und du entscheidest, bis du dich für den Mittelpunkt entscheidest. Wir haben noch die Sache mit dem Stachel zum Beispiel, den Zirkel. Mhm. Wo ich noch sage, der Zirkel hat zwei Schenkel. Dann habe ich auf den Henkel hingewiesen. Das in dem Wort Engel, Henkel, ist auch der Henkel von der Tasse mit unseren Perspektiven mit drin. Da wird es ein wenig komplexer. Glaube ich, der Folger hat dann hier wieder reingestellt, die Schöne, wie man hier den Kreis konstruiert, aus dem Mittelpunkt heraus. Es ist Arithmetik, es ist ja jede Form von Wissen, die in dir auftaucht, sind Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Ja. Was natürlich dir jetzt klar sein sollte, dass hier unser Lamet, definitiv unser Lamet ja auch Ochsenstachel heißt. Ja. Das ist der Stachel. Und der Stachel, der Schenkel, der in der Mitte steht, das ist das Lamet. Darum haben wir zwei Schenkel. Das ist nämlich das Licht in der Mitte. Ich sage immer, das Entierprojektor, das Immerseinde, das rote Ich und dann die blauen Ichs drumherum, die Blickwinkel bestimmen. Ja, es wird Physik. Ja. Es wird absolut göttliche Physik. Mhm.
Und ich werde dich inspirieren ohne Ende, wie das aussieht. Das siehst du zum Beispiel jetzt bei einigen, ob das die Volker sind, ob das die Thomasse sind, ob das die Beetze sind, die überfließen, sofort reagieren. Wieso machen die das? Die können gar nicht anders. Diese Figuren, weil die geträumt werden, je nachdem natürlich, welches Programm du hast, es fällt ihnen ein. Mhm. Es ist eine unendliche Quelle. Ich gebe dir vom Wasser des ewigen Lebens zu trinken. Dir wird bis in alle Ewigkeit. Ewigkeit ist keine Vorstellung mehr von einer extrem langen Zeitspannung, sondern das ewige Hier und Jetzt. Mhm. Wirst du von mir inspiriert ohne Ende. Du wirst so traumhafte Filme, Welten erleben, die du dir jetzt mit einer primitiven Basic-Logik nicht in den kühnsten Träumen vorstellen kannst. Als Brösel musst du dazu nichts tun. Der Brösel, auch ob du jetzt an Uder denkst oder an dich selbst, an den Körper denkst, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich das anhört, das sind vergängliche Erscheinungen. Das ist so schön auch hier, Debbermann, wo ich hier sage, ganz, er beschreibt es sehr einfach. Es sind, jetzt wenn ich normal rede, das muss ihm ja auch eingefallen sein, diese Altersweisheit. Das ist einer der wenigen, der wirklich eine unendliche Altersweisheit ausstrahlt. Dass ich immer wieder sage, ob ich den jetzt nehme oder unseren Dolle oder unseren Renz, Karl Renz, da ist das ganz rudimentär drin, ohne das Wissen, wie es funktioniert. Ich sage mal ganz bewusst, wir denken uns Figuren aus. Ich sage, der Geist hinter den Figuren, der hat zumindest das Wesentliche verstanden. Auf drei komplett unterschiedliche Art und Weise. Diese Altersweisheit auf der einen Seite, dann den Dolle, dieses lustige, knuffige Kerlchen und den mehr verkopften Karl Renz. Aber den Kernpunkt, wo sie ansprechen, das unterscheidet die. Da gibt es natürlich noch etliche, die du dir ausdenken kannst, weil es wächst ja dieses Bewusstsein in dir. Holofeeling ist was ganz was anderes. Die erklären dir nur, was du bist, das da mal. Mit ganz einfachen, weltlichen Erklärbeispielen. Mhm. Holofeeling geht in die Tiefe der Matrix. Mhm. Holofeeling sättigt vollkommen. Ja. Nicht nur ein bisschen. Ja. Flutet über. Wunderbar. Mhm. Das ist aber, das macht auch Angst, aber du musst keine Angst haben. Wenn du schon wieder Angst, wenn Angst wieder in dir auftaucht, das ist schon wieder der zweite. Ja. Es passiert, das ist wie es alt werden, das graue Haare kriegen. Oh, hoffentlich kriege ich graue Haare. Oder das Kind sagt, hoffentlich wächst, wenn du ein Junge bist, hoffentlich wächst mir mal ein Bart, hoffentlich wächst mir ein Bart. Keiner würde drauf kommen, so zu denken. Vielleicht, außer er will sich groß machen, weil er meint, du bist dann groß, wenn dir ein Bart wächst. Das hebräische Wort für Bart ist übrigens auch das hebräische Wort für Kreis. Gereis. Mhm. Das ist verbunden mit Altwerden. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Eigenart, dass wenn man dann sagt, ich weiß, die Weisheit schreibt sich ja mit einem normalen S, mit einem roten S, wie Bewusstsein. Mhm. Ich weiß, schreibt sich hin mit den Schafen, mit unserem Weib, mit der Logik. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das kam mir auf. Weil erst, wenn ich nichts mehr weiß, weib bin, nein, bin ich alles. Cool. Ja. Ja. Wenn du in irgendeinen Glauben in die Naturwissenschaften gehst, dieses schöne Zitat, wenn du vom Becher der Naturwissenschaften trinkst, macht er dich betrunken und es treibt dich in den Atheismus. Wenn du den Becher komplett leer getrunken hast, das heißt, wenn ich dir die ganzen Fehler in diesen Physikbüchern gezeigt habe, Fehler jetzt in Bezug auf die Beschreibungen, die Auslegung, nicht in Bezug auf die Formen, mhm, dann lacht dir am Boden des Bechers wieder Gott entgegen. Mhm. Darum weise ich da immer wieder drauf hin. Ich sage dir, komm zu mir, ich zeige dir fast auf jeder Seite so eklatante Fehler in allen naturwissenschaftlichen Fehler. Ich sage nicht, dass das falsch ist, was da steht. Das, was da steht, ist eben einfach. Ob das eine Formel ist, die ist einfach. Und dann kriegst du eine Erklärung dazu. Die ist auf deinem Programm, auf deinem Schwamminhalt. Und das ist natürlich hier eine extrem einseitige Auslegung. Mhm. Darum ist jede einseitige Auslegung fehlerhaft. Mhm. Und mit der simplen Vatersprache, ich sage immer nur das H2O, so einfaches Beispiel. Mhm. H2O. Mhm. Kriegt es natürlich eine ganz andere Qualität. Mhm. Und dann können wir natürlich in den Namen, was ist dieses H? Das steht eigentlich für Hydrogenium. Und da steht halt, wie ich darauf hingewiesen habe, wenn man die hebräischen die griechischen Zeichen anschaut, steht Udo R. Was ist Udo R? Sorry. Das da. Nicht das.
Das sind Bilder. Es geht um die Symbolik. Und um den platzt halt hier die Sephirot auf. Ich habe gerade nichts gesehen, Udo. Hast du das kein Bild? Hast du es jetzt? War es kurz weg? Ist es jetzt da? Nee, ich sehe nur dich. Ich reich doch. Mich reicht doch. Ach so. Ach, das wolltest du. Ach so, okay. Jetzt ist es hier doppelt. Siehst du, das ist jetzt nicht nur der normale, da ist jetzt rechts und links sind zwei unterschiedliche Einteilungen von den Sephirot-Baum. Ja. Da kann man jetzt noch Wege einzahlen. Ja. Das lässt sich extrem vielfältig erklären. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, was die Wege anbelangt, liest du mehr Rosenkreuzer Schriften oder jüdische Kabbalistik. Aber wir können uns doch noch viele andere Einteilungen auch einteilen. Jetzt bin ich wieder Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Wo soll ich die Striche hinmachen? Ich sage, setz dir so, dass aus dem Quadrat zwei Quadrate waren. Ich kann auch zu dir sagen, setz die drei Striche so, dass aus dem Quadrat zwei Rechtecke und ein Dreieck waren. Plötzlich merkst du, hey, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Was passiert, wenn einer nur Kategorie 2 Antwort haben will oder Kategorie 1 Antwort haben will? Was war Albert Einstein? Geh mal ins Telefonbuch und schau, wie viel Albert Einstein in Deutschland leben. Jetzt aktuell ausgedacht. Mhm. Wir reden doch bloß von einem davon. Ja. Schau, ich sage jetzt Inge Schmidt und jetzt schau mal, dass Inge Schmidt in dir auftaucht. Geh mal ins deutsche Telefonbuch und gib den Namen ein. Das ist ein Allerweltsnamen. Das kann ich jetzt verkleinern oder vergrößern, mir denken. Mhm. Mhm. Weil die Inge, ich sage immer, Inge, in dir sind alle Dinge. Die Inge. Mhm. Die Gesetze Gottes. Scham. Mhm. I heißt ja jetzt erst einmal mein Name und die T hin, wie bei den Daten. Ist das Gebot. Mhm. Das Gebot Gottes. Mhm. Mhm. Und dem Boot, das Boot, ach, ich könnte jetzt jedes Wort auf 400 Seiten Buch. Das heißt, sich auf eine Perspektive, auf einen Glauben zu konzentrieren, ist dumm. Es ist einfach so dumme Menschen, einfach so unendlich dumme Menschen. Nennen wir es doch einfach Gedanken. Einfach nur Gedanken. Und Gedanken sind so, wie du sie dir denkst. Und was du Gedanken nennst, kannst du auch Informationen nennen. Aber was sind das? Formen von dir selbst. Einfach nur Formen von dir, deine Informationen. Ein Kommen und Gehen, ohne Anfang und ohne Ende. Mhm. Weil da, wo sie herkommen, das gibt es nicht und da, wo sie hingehen, das gibt es auch nicht mehr. Einfach fürs Klo. Ja. Und die ganzen Probleme, die du dir jetzt machst, in deine Vorstellung von richtig und verkehrt, ich sage, man schmeißt doch nichts weg. Mhm. Wenn es verschwindet, ist es weg. Mhm. Ob du es da reinschmeißt oder in die Mülltonne, wenn du, es ist weg, wenn du es nicht mehr denkst. Mhm. Es geht nämlich dahin, wo es herkommt. Wo kommen die Wellen her und wo gehen sie hin? Mhm. Die kommen aus dem, der immer ist, und sie gehen wieder in den rein, wo immer ist. Unser Kreislauf mit Wolke, Grundwasser, Quelle, Brunnen, Fluss. Mhm. Das ist die Symbolik, die es zu durchschauen gibt. Das ist eine billige Esoterik, die ich nachblabber und im tiefsten Innern trotzdem noch unbewusst materialistisch denke. Was meinst du, wie frei du wirst, wenn du nichts mehr, was du dir denkst, für Ewigkeit existierend am Leben erhalten willst, weil du ganz einfach verstanden hast, ich kann Existenzen nicht am Leben erhalten, weil dann darf ich nichts mehr anders denken. Ja, genau. Und das ständige Wiederholen von Existenzen gelingt dir auch nicht, weil du dann zwar immer noch derselbe Geist bist, aber wie ich immer sage, immer wenn du an deinen jetzig momentanen Körper denkst, in Bezug auf einen Trockennasen auf den Körper, ist es immer nur der gleiche Körper, aber nicht derselbe weil das ja jedes Mal neu sich aufbaut. Mhm. Das ist das Spiel. Das ist diese ewige Verwandlung. Und da ist es wichtig, dass du dabei wächst. Das sind unsere 3x3x3 Wachstumsstufen. Jetzt lassen wir es gut sein.
Gut. Immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe und doch immer wieder anders. Die muss klar sein, wenn ich sage, ein Film ist ein Film, dann ist zuerst einmal zu verstehen, dass da keine Qualitäten sind. Dass Film als Ding an sich zuerst einmal vergängliche Erscheinungen sind, aber als Ganzes, als Kollektiv gesehen, auf der tieferen Ebene eine Datei. Und das ist Puzzlestücke, wie die Einzelbilder zu einem Film werden, wenn diese Dateien zu dem heiligen Ganzen, das wir jetzt Internet nennen, Gott nennen. Okay? Danke.